Und damit hallo und herzlich willkommen zur Spitze der Stürme. Wir haben mittlerweile Maximallevel. Jetzt heißt es Equip sammeln, aus den Kisten was Tickets rauskriegen und Fäden sammeln ohne Ende. Und nochmal alle LFRs laufen. Wie diese Fäden. Bin mal gespannt, ob hier equip-technisch dann was fällt. Ich hoffe es mal zumindest, dass auch ein bisschen equip-mäßig was runterkommt. Statt nur die Fledermäuse. Mal schön den Tank vorlaufen lassen. Also der Boss selber steigt ja immer wieder auf ein anderes Reittier auf. Konzentriert euch, Wei Sheng. Zeigt eurem Feind, was Schmerzen bis sind. Bis die hier halt weg sind, ne? Ja, Meister! Ich kämpfe, bis sie ist. Sie haben keine Chance gegen Mannschuh. Auf einer gewissen Prozentstufe steigt er auf den nächsten auf. Okay. Ach, ich liebe es. Aber ich bin nicht der Einzige, der gestorben ist. Bronze! Nur Muskeln, kein Gehirn. Kein großer, ihr habt ehrenhaft gekämpft. Sein erster und letzter Fehler. Ich glaube aber, die haben gerade alle besiegt. Roshak, verleiht mir gut, dass wir gerade noch reingekommen sind. Wir looten erst. Ein Kampfhausch. Okay, wow. Geil. Was wollen wir denn noch essen? Wenn man sich im LFR anmeldet, wird man öfters mal überrascht. So, aber der haut uns gerade quasi ein bisschen um. Ja, Grund ist, sondern es ist kein Zuckerschlecken. Ich glaube, da waren die wenigsten Leute zu Pandaria drin. Sondern die meisten waren echt erst zur Stadt und auch immer wieder da. Die Frage ist, es gibt kein einziger Heiler mehr. Nutzloses Pack. Ah ne, BL kann man nicht machen. Oh, heißt es kurz abwarten.
hat er den entwickelt? Ja, okay. Kann einer von denen wiederbeleben? Nein, ne? Ah, okay, wir kommen eh hier wieder raus. Lächeln. Jetzt kommen die Zwillinge. Ah, Thorin gibt's glaube ich nicht. Oder gibt's ihn hier drin? Spitze der Stürme. Nee. Nee. Hier sind die Zwillinge. Und sehe ich hin, aber den es auch mythisch, beziehungsweise wo es gibt es hier gerade. Ich finde das super, dass ich als Paladin so springen kann. Lulin, ja, und Suen. Im Gegensatz zum letzten Kampf ist das halt null spektakulär. Bei dem letzten sind wir auch halt einfach nur draufgegangen. Durch den wird jetzt gleich noch mehr interessant. Schaden. Mittlerweile durch das Level-Up haben wir auch nicht Abschreck bekommen. Und zwar mit dem Steinchen verbessern konnten. Ich bin Leichens.
Bezwinger von Königen. Das ist zu weit entfernt. Da ging schon einige down. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Hier war aber auch die Dinge markiert, auf welche man nicht treten durfte. Ja, okay, viele von nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, in welcher Reihenfolge normal ist, ob man den halt gelegt bekommt mit 2-3 Schlägen. Dabei ist er auch One-Shot. Deswegen, ja. Entweder halt die Taktik, ne? Oder nicht mehr genau. So, da sollte man auf jeden Fall raus. Wieder zwei weg. Aber das ist das, wir haben das eben gesehen, was der macht, wenn die Aufladung bei 100 ist und sie sind trotzdem nicht weggegangen. Aber nur der Donner König, nicht der Donner Gott. Ja, das war immer das Gefährlichste, wenn man darüber gekriegt wird. Haut er noch in die eine Ecke. Jawoll. Ja, ein paar Fäden dazu bekommen und. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.